Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Echo in meinem Haus, welches inzwischen Dürrenjahr bekommen hat. Und wir sind hier ganz viel am Kochen. Ich werde jetzt aber erstmal skillen weiter, weil wir wollen das Auto da haben. Das ist bei Mechanics mit drinne. Und mal gucken, wo es genau drinne war. Ich meine, das wäre hier bei Level 0 gewesen. Genau, Powered Card Receipt. Da müssen wir mal gucken, was wir dafür brauchen. Craft Time, Ramagani, Craft Products, Powered Car, müssen wir mal draufklicken. Und Crafted at Wainwright Table. Wainwright Table können wir im Carpentry Table machen. Okay, dann müssen wir mal ein Carpentry Table machen. den habe ich nämlich noch gar nicht. Und dann schauen wir mal, Carpentry Table, da brauchen wir 20 Holz führen. Also erstmal Holz besorgen. Gut, nehmen wir unsere Karre und gehen mal Holz besorgen. Und dann arbeiten wir uns jetzt langsam Richtung erstes dieselbetriebenes oder brennstoffbetriebenes, sag ich mal so rum. Brennstoffbetriebenes Auto. Die Mary, die hat ja auch irgendwo gebaut, damit können wir vielleicht auch mal drüber gucken. Aber erstmal gehe ich jetzt, wie gesagt, mal Holz besorgen. Oh, hier oben ist eine Tomat und Farm. Das ist sehr schön. Jetzt habe ich mich hier vergantet. Wollen wir weiter. Also wie gesagt. Was ist denn jetzt kaputt? Hallo? Wo bist denn du da jetzt? Was ist denn das jetzt? Was soll denn das? Dann nehmen wir es ins Inventar. Ist ja egal. Ich habe ja die die Besitzurkunde dabei. Hoffe ich doch. Deed for Ramagani for... Hä? Wo ist meine Besitzurkunde? Da ist sie doch. So, dann gehen wir uns jetzt Holz besorgen. Beim Förster, der war heute nämlich mal online. Oh, da wächst Mais, sehr schön. Alles voll hier. Und hier ist eine neue Rampe entstanden. Hui. Fängt aber einer an aufzuräumen langsam, wa? So, Carpentry Table. Wir könnten natürlich auch den da mitnehmen. Mal gucken, ob wir den abbauen können. Ja, den können wir abbauen. Und dann kann man mich auch anfangen, die Hütte hier langsam auseinanderzubauen. Ich brauche das Holz ja eh. Aber das machen wir heute nicht. Ich nehme jetzt erstmal nur den Carpentry Table mit, weil die haben ja eh alle ihr Zeug da rausgenommen. Und dann werden wir dort das Ding bauen, was wir brauchen. Holz brauche ich aber trotzdem noch. Nee, Holz brauche ich. Nee, wir müssen erstmal gucken. Erstmal den Carpentry Table auf, also den Schreiner-Tisch da aufstellen. Und dann gucken wir mal weiter. So, der Komet müsste hier wieder irgendwo sein. Ich höre ihn zumindest. Ups. Über das Wochenende relativ wenig gespielt, seit unserem letzten Livestream. Zumindest ich. Also von meiner Seite her ist nicht viel passiert, außer dass ich gekocht habe. Teilweise sogar vor Wut. Aber jetzt wollen wir hier den Tisch hinstellen. So, einmal rotieren das Ganze. Nochmal rotieren. So muss er dahin. Place. Und da ist er. So, jetzt müssen wir gucken, was wir für diesen Riden. Wainwright Table, der braucht 50 von den Brettern und 40 Holz. Gut, also die Bretter habe ich glaube ich noch irgendwo auf Lager. Mal gucken. Ne, habe ich nicht. Okay. Gehen wir Bretter besorgen. Ich hoffe, dass der Galaxis dran gedacht hat, da welche zu machen. Ups. Guck mal, da können wir schön abkürzen hier. Wuhu! Batsch! Jetzt sind wir platsche, plitschi nass. Hüpfen dann mal hier ein bisschen hoch. Na, da geht's jetzt nicht weiter. Müssen wir hier hoch. Ja? Ups! Runter. So, dann sind wir bei den Jungs da drüben, die jetzt auch schon mit Ziegelsteinen am Montieren sind. Wir sehen das auch schon am Ziegelsteindach. Welches da als zweiter Stock sogar schon verbaut wird. Also die bauen hier schon ordentlich aus. Problem ist halt nur, ich bin halt immer so ein bisschen auf die beiden oder auf den Rest angewiesen, weil ich halt wirklich nur der Koch bin. Aber wir schauen jetzt mal, was wir hier haben. Also da sind Bretter, nehmen wir mit. 20. Ah, mehr können wir nicht. Okay, dann müssen wir die Karre aufbauen. Und müssen das Zeug dann da reintragen. Bleibt uns ja nichts anderes über dann. So.
gehen wir mal auf die Karre. Und dann gucken wir mal. Ja. Mal hier rüberfahren. Also Holz hat er auch noch. Sehr schön. Oh, und zwar eine ganze Menge. Sogar Holzbretter ohne Ende. Aber wir brauchen ja hier diese Loks. Wo ist meine Karre? So, da haben wir ganz viel. Da haben wir einmal das Zeug. 50 Kilo macht das aus. Da brauchen wir von dem Holz hier noch eine Menge. Und dann nehmen wir mal einfach mal mit, was wir tragen können. Und dann nehmen wir mal unseren ersten Ziegelsteinchen mit. Ich weiß gar nicht, ob der Mario das Dach für den Kollegen Schweißfuß da gebaut hat. Aber Mario hat hier auf jeden Fall ganz lustige Deko-Objekte, die er uns mal zur Verfügung stellen müsste, ne? Bei Gelegenheit. Ich kann ja nur 5 Stück mitnehmen, ne? Nehmen wir mal die eckigen. Oh, die können wir im Inventar mitnehmen. Soll er morgen neue machen. Komm. So, und hier nehmen wir mal, ich weiß gar nicht, wie hoch man die stacken kann, dass ich mir die langsam drüben einlager. Aber 20 geht. Mal gucken, ob da noch mehr geht. Nein, also 20 nehmen wir mit. Gut, dann haben wir alles, was wir brauchen für den Carpentry Table. Für den nächsten Table, den wir brauchen. Müssen dann aber unsere Werkstatt ein bisschen ausbauen. Weil wir keinen Platz mehr in unserer Werkstatt haben. Und die Skillpunkte bewahren wir mal auf, damit wir denn nachher Skillpunkte haben, um wirklich die Sachen zu skillen, die wir brauchen, um diese Autos herzustellen. Dann stelle ich nämlich eben so ein Auto vor die Tür. Und ich hoffe, dass wir damit dann auch schneller unterwegs sind. Dann haben wir auch, glaube ich, auch nur 21 Tage, bis der Komet denn irgendwann mal kommt. Und spätestens dann müssen wir jetzt auch mal gucken, dass wir langsam Richtung Kometenzerstörung kommen. Wobei wir nochmal einen Planeten starten werden, nämlich in 16 mal 16 Kilometern, Quadratkilometern Größe. Das machen wir aber erst, wenn das wirklich stable ist. Das müsste mit der Version 8 soweit sein. In der Version 8 kommen dann auch neue Fahrzeuge dazu, wie zum Beispiel ein Traktor. Oder ein Mähdrescher, ein LKW kommt dazu, die Eisenbahn soll kommen, ein Elevator, also ein Aufzug, was natürlich auch sehr schön ist, wenn dort zumindest mal eine Karre oder der kleine LKW reinpassen tut, weil wir dann nämlich die Höhenunterschiede teilweise besser bewältigen können. Und dann kann man zum Beispiel auch Minenschächte bauen und muss nicht mehr die Minen in den Berg reinbuddeln. Sehr interessant das Ganze dann natürlich auch. So, wir gehen natürlich hier hinten hin, so dass wir auf unsere Karre zugreifen können. Na, da lang. Tuck. Piep, piep, piep. So, wie gesagt, Ziel ist es, die Autos herzustellen. Ich hoffe, dass die Jungs das nicht sehen in den Videos, dass ich da jetzt in die Richtung gehe, weil es wäre natürlich cool, wenn ich denen dann die Karren wirklich instant hinstelle und die gar nicht wissen, woher die jetzt auf einmal kommen. Aber so viel Glück habe ich wahrscheinlich nicht. Okay. Wir haben jetzt hier nix. Muss mal wieder ein bisschen den Ofen anschmeißen. Aber hier ist so viel gekochtes Essen noch. Das ist Wahnsinn. Wir müssen auf jeden Fall mal was Fettiges essen. Das sind Proteine und Fett. Sieht auch sehr gut aus. Dann mit Tomaten hier nachher den Bauch voll hauen. Wie gesagt, also erstmal das Zeug jetzt einlagern, was wir jetzt hier haben. Sofern ich auf den einen Storage noch zugreifen kann von hier aus. Da ist der Stockpile. Okay, dann einmal da. Einmal das. Das. Das müssen wir in eine normale Truhe packen. Können wir hier oben reinpacken. Und dann haben wir hier die Baumstümpfe. So, dann craften wir uns mal so ein Table. Und zwar ist das nicht zugreifbar. Oder nicht verbunden, müssen wir mal gucken. Nicht verbunden. Oder nicht zugreifbar. Nicht verbunden. Okay. Gut, dann machen wir den Auftrag schon mal fertig.
Und zwar wollen wir hier... Wieso kann ich Boards herstellen? Wie geht denn das? Naja, egal. Wir wollen aber diesen Water Rider Table da herstellen. Da müssen wir jetzt 40 Holz und 50 von den Brettern reinschmeißen. Was natürlich jetzt ungünstig ist. Wir müssen unsere Werkstatt eigentlich auch verlegen. Die müssen wir vielleicht sogar in den Keller packen. 40 können wir tragen. Dann packe ich die Türen mal raus und dann können wir vielleicht nochmal 10 tragen. Nee, die Schilder noch raus. Das Ding vielleicht noch mit wegpacken. Nee, das ist einfach zu viel. Dann müssen wir die 50 Dinger da so reinpacken. Also einmal das Zeug da rein. Und dann müssen wir nochmal 10 Stück davon, ne? Einmal 10. Und dann natürlich noch das Holz. Und da brauchen wir von 40. Also jetzt muss ich 2 Runden laufen. So. Einmal so. Ah, da komme ich ja nur ich rein. Nur Ike. So, also zweimal rennen mit dem Zeug hier. Und dann können wir auch die Blumentöpfe mal aufstellen langsam. Ich weiß gar nicht, müssen die in geschlossenen Räumen sein, die Blumentöpfe? Damit die einen Bonus bringen. Housing Skill Rate. Sometimes you just want to bring a little bit of nature into your house. Okay. Wollen wir mal gucken. So, also wie gesagt, erstmal das Holz hier rein. Einmal. Noch einmal. Über kurz oder lang müssen wir hier eh nochmal umbauen. Haben wir hier noch eine Kante? Ja, wunderbar. Und dann können wir oben nämlich mal diesen ganzen Flur quasi einen Block weiter nach hinten verschieben. Dann können wir die Türen auch da oben hinlegen. So, wie lange braucht das Ding jetzt? 8 Minuten. Okay, wunderbar. So, und dann können wir die Blumentöpfe aufstellen. So, also. Ja, hier ist natürlich überhaupt nirgendwo Platz, ne? Also einmal da. Dann haben wir hier unseren Pott. Stellen wir auf unserem Pott nämlich auch einen Blumentopf. Da stellen wir bei eckigen hin. Da kommt nachher die Latrine rein. So, und dann können wir hier noch einen hinstellen. Da in der Ecke. Und da in der Ecke. Dann kommt noch einer in der Küche. Hier haben wir noch gar kein Dach, ne? Ja. Da komme nur ich rein. Und dann können wir hier in der Küche noch einstellen. Da hinten ins Eck. Und da ins Eck. Dann haben wir noch runde Töpfe. Können wir einen in der Werkstatt stellen. Zack. Und hier unten ins Eck. Da einen hin. Da haben wir schon Pflanzen stehen. Dann stellen wir doch hier nochmal einfach einen hin. Hauptsache wir kriegen die Skillpunkte erstmal zusammen. Und hier unten stellen wir noch einen hin. Das ist noch kein Raum. Doch, bringt schon Raum. Okay. Also, dann haben wir jetzt 4,5 Punkte, die wir nur dadurch bekommen, dass unser Haus so eingerichtet ist, wie es jetzt eingerichtet ist. Haben dann jetzt noch 8 Minuten, wir auf den Tisch zu warten haben. Das ist natürlich noch ein bisschen hin. Dann würde ich sagen, gucken wir uns das Ganze morgen mal weiter an. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt einen angenehmen Montag. Und von mir natürlich wie immer ein gepflegtes Reingehauen auf Wiederschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.